Da ich mein Büro so ein bisschen umbaue, brauche ich für mein Flip 2 noch etwas anderes als die Wandhalterung. Ich habe das bisher immer an der Wand gehabt und habe dann gesagt, ich hole mir doch einen Rollwagen dazu. Der originale von Samsung, der hat mir allerdings nicht gefallen. Ich habe den ausprobiert und ich weiß auch aus Erfahrungsberichten, dass er nicht so viel taugt. Deswegen habe ich mir einen anderen Rollwagen für das Samsung Flip 2, in meinem Fall WM55R, bestellt. Und was der kann, wie der ausschaut, das gucken wir uns jetzt gleich einmal an. Viel Spaß dabei! Ja, gerade kam die Spedition hier an, hat das Teil gebracht, auf einer Palette, sehr gut verpackt. Vision VFM F10 in Black, BL, also die Abkürzung. Und ich habe ganz bewusst schwarz genommen. Warum, verrate ich gleich später. Und ich baue das Teil jetzt mal kurz zusammen. Und ja, schauen wir uns mal an, was das kann. Der erste Eindruck, den das Teil macht, der ist schon mal sehr gut. Alles sehr, sehr gut eingepackt. Hier sogar perforiert. Das heißt, wenn man das aufmachen möchte, dann geht man einfach hier rein. Und dann kann man das schön abreißen hier. Denn man sollte natürlich hier nicht mit dem Cuttermesser dazwischen gehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was in den ganzen Kartons hier drin ist. Das ist ja fast ein bisschen wie Weihnachten heute. So, ich habe natürlich den schwersten Karton zuerst aufgemacht und wow, muss ich schon mal sagen an der Stelle, das nenne ich mal eine Rolle. Ich dachte erst, da kommen irgendwie ein bisschen so kleinere Rollen, weil die vom Original kenne ich auch, von dem Samsung. Und die sind ja ungefähr die Hälfte so groß. Wow, hat einen riesen Klopper. Mal einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Da bin ich schon mal positiv überrascht. Hammer. So, der Rollwagen steht, ist zusammengebaut, safe, alles cool. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu dem Original Samsung ist das ein himmelweiter Unterschied. Das Teil ist so massiv und so stabil, macht zumindest den Eindruck. Und allein die Rollen schon, das habe ich ja schon erwähnt, das ist komplett was anderes. Lässt sich überhaupt nicht vergleichen. Und was ich halt sehr bemerkenswert finde, ist, der Original Samsung Rollwagen kostet zwischen 500 und 700 Euro, je nachdem, wo ihr den kauft. Und dieser hier hat mich gerade mal 340 Euro oder sowas gekostet. Also deutlich günstiger, qualitativ massiv, viel, viel hochwertiger. Und es gibt ihn auch noch in Weiß. Ich habe ja gesagt, ich nehme meinen in Schwarz, weil mein Samsung Flip ja einen Riss hier hat. Das seht ihr vielleicht. Und hier auch einen Riss noch in dem Rahmen. Es funktioniert natürlich noch, oder nicht natürlich, aber es funktioniert glücklicherweise noch einwandfrei. Aber ich werde mir den Rahmen hier mit schwarzer Folie einmal umranden und dann passt der schwarze Wagen besser dazu. Deswegen habe ich den in schwarz genommen, gebe ihn aber auch in hell. Und ja, klare Kaufempfehlung an der Stelle. Ich bin mega zufrieden. In diesem Sinne, check auch bitte die Playlist zum Samsung Flip. Da sind viele, viele interessante Videos dabei und es kommen immer wieder neue dazu. Deswegen Glocke aktivieren, Kanal abonnieren und, kennst du ja. In diesem Sinne, bis bald, dein Uwe.